Herzlich willkommen zurück im mobilen Studio. Wir machen unserem Namen alle Ehre. Wir sind nämlich mobil, immer wieder an anderen Orten. Jetzt wirklich zu oberst oben im Erlacherhof, in einem wunderbaren Büro. Und wir reden über ein sehr spannendes Thema, nämlich über Digital Twins und Building Information Modeling, BIM. Und ja, fantastische Gäste, für das zu machen. Zu meiner Linken der Michael Wieser, er ist Leiter Projekt und Engineering bei der SBB und im Fachrat von SIA. Michael, herzlich willkommen. Merci, bei der SBB Energie, um noch präzise zu sein. Sehr gut, das ist eine wichtige Präzision. Und rechts von mir der Raphael Karlen, Digitalunternehmer und Vorstand von Digital Impact Network. Raphael, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, merci mal. Wir reden über, über den Bau und um Infrastruktur, geht es natürlich auch, und über das Thema Digitalisierung und Smart Infrastruktur, Raphael. Fast so ein Trendwort, Smart, überall wird es jetzt gebraucht im Moment. Smart Infrastruktur, was ist das? Weißt, kurz zusammengefasst. Tatsächlich, Smart wird für alles Mögliche gebraucht und missbraucht. Und in diesem Zusammenhang, eine smarte Infrastruktur ist sicher mal sicher. Gerade im Zusammenhang sicher zu erwähnen, Energiebranche zum Beispiel, wo wir heute vor grossen Sicherheitsproblemen stehen. Sie ist kostengünstig. Also es muss ja sein, eine smarte Infrastruktur. Wenn das nicht kostengünstiger wird, macht sie eben nicht smart. Und sie ist eben auch nachhaltig. Und gerade das Nachhaltigkeitsthema wird im Zusammenhang mit Infrastrukturgedanken, egal ob es jetzt Energie ist, ob das Mobilität, Bahn ist zum Beispiel und so weiter, oder Wohnungsbau, immer wichtiger. Spannend, ein Thema, das umfassend ist. Also, du hast jetzt wunderbar eigentlich alles angerissen, was wir versuchen, in dieser halben Stunde, wo wir heute da sind, zu diskutieren. Michael, jetzt haben wir, ich habe es vorhin gesagt, Digital Twins, BIM, also Building Information Modeling. Wenn wir ganz ehrlich sind, viele von den Leuten daheim haben auch weder noch von diesen Begriffen schon mal gehört. Gib uns doch einen kurzen Overview, was das eigentlich ist, Digital Twins und BIM. Interessante Frage. Ich glaube, man kann noch eine Frage anheichen. Reden wir über Digitalisierung von etwas oder reden wir über eine digitale Transformation in der Bauwirtschaft, im Betrieb von Infrastruktur? Digitalisierung heisst, wir haben etwas früher von Hand gemacht, vielleicht mit Bleistift, Zeichenbrett, und jetzt machen wir es mit einem IT-Tool. Digitale Transformation heisst, wir machen nicht nur einen Arbeitsschritt anders, sondern wir arbeiten anders zusammen. Und in diesem Sinn ist Building Information Modeling ein Begriff, der beinhaltet, dass man im ganzen Baubereich, im Planen, Realisieren, Betreiben, Zurückbauen auf eine andere Weise zusammenarbeitet. Das ist transparenter und das ist kollaborativer. Man arbeitet also nicht mehr im stillen Kämmerchen, man arbeitet nicht in seiner eigenen Software, in seinem eigenen Plan, sondern man arbeitet von Anfang an, ob es die Elektroplanerin ist, die Bauingenieurin oder die Architektin, man arbeitet auf einem gemeinsamen Modell. Die Vielzahl von Methoden, Vorgehensweisen, Tools, die am Schluss als Produkt natürlich der Digital Zwilling, der Digital Twin, herausschaut. Und der Digital Twin, ich habe recherchiert, was mich wirklich sehr spannend macht. Der Digital Twin ist eigentlich bei einem Bauprojekt eigentlich das Bauprojekt digital 1:1 wiedergeben, wo man kann erleben kann, wo auch der Fortschritt, Baufortschritt 1:1 wiedergeben wird und dort auch kann simuliert werden, was passiert, wenn man X, Y oder Z würde machen auf einem Projekt? Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Oder? Ich denke, beispielsweise, wo ist es sehr anspruchsvoll, Gesundheitswesen, heute ein Spital, eine Schule, ist gar nicht so einfach, wie baut man heute eine Schule. Oder? Das sind ja starke Veränderungen im gesellschaftlichen, aber auch im Lehrerberuf und so. Wenn man heute einen Architekt hatte, der das gebaut hat, das Schulhaus oder das Spital, und irgendwann sind dort Lehrer oder Gesundheitspfleger, Ärztinnen sind dort reingekommen und haben gesagt, oh, hoppla, das hat mir jetzt anders gemacht. Dann gibt es heute den Digital Twin von Anfang an die Möglichkeit, dass die Leute, die dann schlussendlich auch die Nutzer sind, dass die schon mal einen Rundgang machen können, dass die mal schauen können, wie es aussieht. Und bevor man etwas baut, ist so die Möglichkeit, dass vielleicht eine Optimierung einfließt. Also ist ein Beispiel für Transparenz, ist ein Beispiel für Kollaboration, wo auf einmal der Benutzer schon in der Planungsphase mitspielt und das zeigt auch das Potenzial, das das Ganze hat. Es klingt auf den ersten Blick eigentlich wahnsinnig gut oder sehr effizient und dadurch eigentlich auch kostensparend, oder? Ja, wenn ich schon eingangs gesagt habe, das Ziel muss immer sein, dass wir irgendwann eine Kostentransparenz und in dem Sinne mit der Kostentransparenz natürlich auch ganz günstiger wird. Und der Hauptvorteil jetzt von BIM oder einfach generell von smarter Infrastruktur ist, dass die verschiedenen Arbeitsdomänen besser miteinander zusammenarbeiten können. Heute haben wir sehr defragmentierte Situation, dass die verschiedenen Arbeitsgattungen, die es gibt im Bauen, es ist aber nicht mehr im Bauen, sondern eben schon in der Energieversorgung oder in der Mobilität, noch nicht so optimal wie ein Zahnrädchenwerk
zusammenarbeiten und ineinander hineingreifen. Und dort eigentlich mit dem Thema kostengünstig ist sicher einer von den Treiber. Zusammen aber auch mit Sicherheit, dass das Ganze auch sicherer wird durch das. Und im dritten Sinn auch nachhaltig, ganz genau. Sicherheit, da reden wir tatsächlich zum Beispiel auch von Erdbebensimulationen, oder? Also von Sachen, die man simulieren kann eigentlich in dieser digitalen Welt, die gar nicht möglich waren vorher. Ja, also Sicherheit ist ja primär einfach mal, dass man Daten im Griff hat. Und das ist etwas, was man bis jetzt eigentlich nicht, ich rede jetzt hier nicht von Datenschutz, sondern einfach mal überhaupt irgendwie können Daten, dass Daten vorhanden sind, dass man Daten kann auswerten kann. Und in dem Zusammenhang der, der die Daten besitzt, und das ist hoffentlich eben immer eine größere Gemeinschaft, also nicht jemand privat, sondern in dem Sinne wirklich der Staat, der Kanton, also einfach oder eine Gemeinde, eine Behörde, dass die Daten optimal können interpretieren können. Also wer Datenhoheit hat, hat nachher das auch mehr Sicherheit und kann eben auch besser planen. Also das eine ist sicher die Planung von einem Gebäude zum Beispiel, aber auch von Energieträgern oder generell von Infrastrukturen in der Schweiz. Und die Schweiz mit dieser Kleinräumigkeit ist abhängig von guten Infrastrukturen, aber dann auch im Betrieb, also nebst der Planung, das Betriebswesen, wo man schauen kann, wie kann man langfristig mit guten Infrastrukturen einen Betrieb aufrechterhalten und ein gutes Datenmodell hinterher haben. Spannend. Und das, was ich gesagt habe mit Erdbebensimulation und Sicherheit, ist das so ein Thema? Das kann man heute auch ein digitales Modell. Aber wenn man so das Gebäude anschaut, hat es natürlich eine Vielzahl von Bestandteilen. Oder? Da gibt es den klassischen Bauingenieur oder Bauingenieurin, die ganze Statik macht. Da gibt es einen Fassadenbauer, oder? Der spielt auch mit. Irgendwann tut jemand noch Lift rein, Heizung, Lüftiger kommt, der macht eine gewisse Schwachpunkte oder Schwachstellen, weil er eine Lüftungsschächte irgendwo Durchgänge muss machen. Und wenn man so ein Gebäude macht, kann man im Nachhinein schon eine Erdbebensimulation machen. Aber dann macht man ziemlich viel Abstimmung. Man tut die verschiedenen Planer an den Tisch, fragt, wie viel Masse, wie viel Parameter hast du da drin. Das ist ziemlich aufwendig und teuer. Wenn alle auf dem gleichen Tool planen, alle mit der gleichen eigentlich zur Methodik hergehen, dann kann man die Erdbebensimulation, ich tue es ein bisschen übertreiben, aber die kann man per Knopfdruck machen. Das heisst, man spart sehr viel Geld, sehr viel Koordinationsaufwand. Aber es müssen alle bereit sein, von Anfang an gewisse Grundsätze im Datenaustausch einzuhalten. Es müssen alle bereit sein, sich dort zu schulen, natürlich, weil da ist noch viel Arbeit dahinter. Und eben auch Informationen zu teilen. Darum redet man hier von Kollaboration und Transparenz. Aber schon der wichtigste Teil, ich glaube, wie häufig, oder wenn man mit digitalen Tools arbeitet, dass man halt die gleiche digitale Sprache muss reden muss, sonst funktioniert es nicht. Mich vielleicht interessiert die Leute daheim, aber mich interessiert es sehr. Weißt du, hast du ein konkretes Beispiel für so einen wirklich Digital Twin, oder wo BIM einfach wirklich eins zu eins schon angewendet ist worden in eurer täglichen Arbeit? Ja, sehr gerne. Wir haben, also die SBB ist der Pionier, weil wir auch gewisse Verantwortung haben für Raphael Karn hat sehr schön gesagt, nachhaltig zu bauen, also ökologisch sicher zu bauen, aber auch kostengerecht zu bauen. Und wir haben rund 200 sogenannte Use Cases, also Geschäftsfälle, wo wir uns überlegen, wie können wir konkret so ein Modell nutzen, das da entsteht. Und wir haben auch über 20 Pilotprojekte, wie kann ich euch ein Beispiel geben, wir haben nicht nur neue Anlagen, die wir so aufbauen, sondern wir letztes Jahr haben ein Kraftwerk, also das ist unser Pilot für Bestand zu digitalisieren, ein Kraftwerk mit Laseraufnahmen, mit Drohnenflügen, mit speziellen fototechnischen Geräten. Fast Milliarden von Datenpunkten haben wir generiert. Oder? Und jetzt ist dort der Generator ausgefallen. Jetzt haben wir den ersetzen und das war in der dümmsten Covid-Zeit. Oder? Hat für uns geheißen, als wir das ausgeschrieben haben, das ist eine teure Sache, so eine grosse Maschine zu ersetzen. Das hat geheißen, wir müssen öffentlich ausschreiben und dann kommt dann so eine Begehung. Also dann kommen dort Anbieter aus dem Ausland und wollen das anschauen. Das habe ich gesagt, aus dem Ausland, aber bei Covid, die kommen ja gar nicht in die Schweiz rein, oder? Hat für uns geheißen, dass wir das Projekt müssen stoppen mussten, hat geheißen, dass wir die grosse Maschine nicht zur Verfügung haben, für Energie zu machen. Mehr Kosten. Was haben wir gemacht? Wir haben den Digital Twin gehabt, per Zufall genau in dieser Anlage. Und wir haben die Begehung auch mit internationalen Anbietern schlicht im 3D-Modell gemacht. Die konnten dort Rissli im Beton schauen, die konnten dort sehr weit gehen. Und daraus haben wir sehr, sehr viel Zeit gespart. Und Geld natürlich. Das ist so. Und da, ja, da kommt natürlich das Herz vom digitalen Unternehmen, Raphael Karlen, wo ja du auch immer wieder wirklich dran bist und versuchst, solche Arbeitsarten zu propagieren und vorwärts zu bringen. Ist das die Zukunft der Bauindustrie in der Schweiz?
Ja, also das sicher. Also wir haben, also die Bauindustrie angesprochen, ist natürlich eine Domäne. Und dort haben wir wirklich immer noch die Situation. Wir haben vor fünf Jahren, sechs Jahren mittlerweile selber ein Büro bauen. Ich bin ja ursprünglich aus der Architektur und habe eigentlich 20 Jahre nicht mehr mit dem zu tun gehabt. Gemerkt, wie schlecht dass man immer noch organisiert ist in diesem Bauwesen. Also die Digitalisierung hat in ganz vielen Bereichen von unserem Leben Einzug gehalten. Insbesondere auch im Privaten. Ich erwähne hier ein Smartphone, wo wir uns heute sehr gut darüber organisieren. Auch die Verwaltung zum Beispiel. Also gerade Stadt Bern, digitale Verwaltung, die enorme Fortschritte gemacht hat, die einen super Job macht. Das darf man hier auch sagen am Digitaltag. Ganz wichtig. Aber wir sehen auch dem gegenüber eine Bauindustrie, die aus wirklich Partikularinteressen sich einfach noch nicht so bereit ist zu wandeln. Und dort braucht es wirklich einen grossen Schritt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Ausland anschauen, dass man dort mehr aufeinander zugeht. Ich habe immer ehrlich den Hintergrund und die Einstellung, dass ich sage, Digitalisierung sollte dazu führen, dass wir einfacher, also eben smarter, einfacher miteinander zusammenarbeiten können und eigentlich das Thema ist, mehr Nähe haben. Auf Berndeutsch gesagt, Nähe ist ein ganz wichtiges Wort, dass wir näher zusammenkommen, wo wir schon kleinräumig unterwegs sind in der Schweiz, aber dass Digitalisierung schafft, dass wir näher zusammenkommen, einfacher können kommunizieren, dass das Ganze auch transparenter wird, irgendwann mal durch auch fairer. Also jetzt gerade zum Beispiel, der Michael Wieser hat vorhin so Ausschreibungen erwähnt, zum Beispiel, dass eben alles auch im Zusammenhang mit öffentlichen Beschaffungswesen zum Beispiel, aber auch im Privaten, transparenter wird und wir näher miteinander zusammenarbeiten können. Was braucht es da, also, weißt, damit wir eben diesen Schritt machen können? Wir haben die SBB vielleicht als positives Beispiel erwähnt, aber dass das breiter eigentlich in der Industrie, in der Bauindustrie ankommt, was sind da Treiber vielleicht, die du identifizieren kannst? Treiber ist immer Kultur. Also bei jedem eigentlich digitalen Projekt, sei es eine digitale Transformation, sei es ein reines Technologieprojekt, ist eigentlich immer schlussendlich Technik löst alle Probleme, aber Technik ist Maximum 30%. Und die anderen zwei Drittel, das ist eigentlich immer der Mensch, die Kultur, die Organisation und Prozesse dahinter. Und was eigentlich wirklich entscheidend ist, ist, dass wir immer von einer Prozessoptimierung ausgehen. Das hat mal vor 5-6 Jahren ist ja der bekannte Satz umgegangen, sehr unhöflich ausgedrückt, aber höflich ausgedrückt heisst es eigentlich, ein Digitalisierungsprojekt, das nicht eine Prozessverbesserung zugrunde liegt, ist kein Digitalisierungsprojekt. Also nur, wo man etwas digital hat, aber das Gleiche noch im gleichen Schema macht, die Früchte bringt es nichts. Und das Prozessthema kann nur angestoßen werden eben über Kulturveränderung. Also man muss den Leuten aufzeigen, in der Unternehmerin, aber auch im Privaten, dass ein einfacherer Prozess ihnen im Alltag hilft. Egal, sei es im Bauwesen, sei es in der Energieversorgung, sei es in der Mobilität oder sei es einfach auch im Zusammenspiel zum Beispiel daheim. Wir sehen sogar in Quartierorganisationen zum Beispiel, wo die Kollaboration durch digitale Mittel und einen einfachen Prozess oder eine Optimierung des Prozesses besser wird. Also spannend, denke ich, Michael Wieser, wenn ich da Raphael Kallen so zulasse, habe ich das Gefühl, was ganz wichtig ist einfach auch immer der Mensch. Oder? Man muss den Mensch abholen und den empowern, befähigen, auch ein bisschen begeistern, dass er diesen Schritt macht auf die neuen Möglichkeiten. Oder? Ich glaube, das ist der Fall. Ich darf wirklich sagen, aus der Berufserfahrung heraus, dass sie junge Leute, die sich gewohnt sind, die sind zum Teil auch fast ein bisschen, jetzt agiler, das ist ein Stichwort oder, im Umgang mit so tun, aber es hat genauso viele Ältere, die mit viel Begeisterung einsetzen. Interessant ist auch ein bisschen der Blick über die eigene Branche aus. Also wir reden hier über das Bauwesen, wir reden auch über die Infrastruktur, das Betrieb und dann auch das Zurückbauen. Oder? Es gibt ja noch ein bisschen Analogien, also wenn man zum Beispiel in die Autoindustrie schaut, dort hat man vor, wagen wir jetzt auf 30 Jahre aus, mal als Schätzung, hat man angefangen, man sieht, wir machen Computer-Aided Design, oder englische Begriff, man sieht, wir zeichnen jetzt, die schon vor im Baubereich, die Autoindustrie schon eben auf digitalen Hilfsmittel mit Tools zeichnet. Nein, sie haben auch gesagt, okay, das ist jetzt gut, wir wollen noch weiter, wir machen jetzt Computer-Aided Engineering, da haben sie einfach modellieren, Simulationen laufen. Und irgendwann haben sie gesagt, das reicht uns noch nicht, nein, jetzt gehen wir ins Computer-Aided Manufacturing. Oder? Jetzt tun wir, wenn wir etwas zeichnen, etwas optimieren, dann tun wir automatisch noch die Rohstoffe planen zum Beispiel, können die optimieren, können besser bauen. So. Und die Autoindustrie ist schon viel, viel weiter. Und heute im Baubereich sagen wir immer, ja, das ist eben kein Produkt. Unser Gebäude, das ist eben ein Werk. Oder das kann man nicht so vergleichen. Ich glaube, man kann es auch wirklich nicht so vergleichen. Wir haben immer wieder Einzigartigkeit. Und das ist eine schöne Architektur. Oder? Und gleichwohl haben wir ein riesiges Potenzial. Also, sowohl das eine, die Prozesse, der Raphael Karl hat vorhin Prozess gesehen, du hast mich übrigens gerade triggert, oder, mit dem Hinweis auf die Autoindustrie, merci vielmals. Einerseits Produkt, Prozess und andererseits wirklich auch das Werk. Ich glaube, da darf man sich nicht verstecken. Da ist ein riesiges Potenzial. Junge Generationen, ich nehme nochmal das Beispiel von einem Videospiel. Ich weiß nicht, wer von euch mal in einem Videospiel war. Da könnt ihr durch Landschaften, könnt in Häuser rein, könnt selber bauen. Oder?
Und das ist noch interessant, unter Umständen haben wir heute einen 12-Jährigen oder eine 12-Jährige, die in einem Videospiel ein Gebäude errichtet und das mit fast ein bisschen mehr Kreativität macht und fast ein bisschen mehr Agilität, als wir es im Berufsalltag machen. Jetzt habe ich lange geredet, ich hoffe nicht zu lange. Das Potenzial ist da, ich glaube, sehr viele Initiativen, ob jetzt das Verbände sind wie der SIA, Bauen Digital Schweiz, eine Initiative auch vom Bund ganz stark gestützt und Pioniere wie grössere Baufirmen, Planungsfirmen, aber auch, darf das sagen, die SBB hier an vorderster Stelle, die hier die Potenzial erschliessen, Schritt für Schritt. Wenn ich Michael Wieser zuhöre und er von Games redet, kommt mir Minecraft in Sinn. Ist das etwas, was du als Architekt kennst, Raphael Karl? Hast du das schon mal gesehen? Ja, selbstverständlich. Also, ich bin zwar überhaupt nicht Gamer, das muss ich wirklich sagen. Das ist, überlasse ich meinen Kindern, die langsam in das Alter reinkommen. Aber ich denke, also gerade Minecraft oder andere Sachen noch, ist der spielerische Zugang zu irgendetwas. Also, wenn ich zum Beispiel schaue, die erste Einführung von einem Smartphone hat man mit einer Bedienungsanleitung können machen, aber es hat es ja gar nie gegeben. Es hat noch gar nie, seit Smartphones sind gekommen, hat es eigentlich gar nie Bedienungsanleitungen gegeben. Weil der spielerische, der einfache Zugang, sei es eine Apps oder was auch immer, hat plötzlich einfach funktioniert. Und ich denke, das ist in ganz vielen Zusammenhängen auch hier wichtig. Also jetzt gerade, wenn wir über digitale Transformation reden. Und da hat uns natürlich die junge Kultur extrem viel voraus. Also Digitalisierung ist nicht ohne wirklich Jugend möglich. Und darum sehen wir auch so viele Jugendliche, die noch Hemmschwellen haben. So wie wir damals, als wir etwas jünger waren, auch noch Hemmschwellen hatten. Damals noch in der Informatik, oder, die auch grosse Augen gemacht haben. Und so unsere Eltern, das plötzlich PC im Kinderzimmer gestanden. Und ich glaube, wenn man das Potenzial, den Nutzen kann ausspielen, auch im Geschäftlichen, in den Behörden, dass man die Leute nicht irgendwie muss zwingen zu etwas, sondern einen spielerischen Zugang hat, ist vielleicht nicht ein Game, aber ist einfach etwas, das eine ähnliche Einfachheit hat, einen ähnlichen Anhaltspunkt hat, dort reinzukommen, dann sind wir sicher eine Spur weiter. Das ist auch extrem spannend, oder? Wir haben es schon angeschnitten und es ist immer wieder ein Thema jetzt heute im ganzen Digitaltag, der Fachkräftemangel. Oder? Wir wissen, wo wir hin wollen, wir wissen, welche Schritte wir machen wollen, haben wir auch die Leute dafür. Klar, Automatisierungen helfen, man braucht zum Teil weniger Arbeitskräfte, aber gleichwohl braucht es Fachkräfte. Oder? Und aber wenn ich jetzt so an deine Kinder denke, mein Sohn ist jetzt 2, der kann noch nicht Minecraft spielen. Aber ich bin auch überzeugt, dass wenn sie Minecraft spielen und man ihnen mal sagt, mit dem kannst du im Fall theoretisch, indirekt, das, was du da machst, mit dem kannst du mal Geld verdienen. Das kann mal dein Job werden, Zeug bauen, Welt erschaffen. Ist das etwas, was eben bei diesem Fachkräftemangel, wenn man da richtiges Recruiting macht, extrem kann helfen? Ich glaube, der Hinweis auf Fachkräftemangel, der ist sehr wichtig. Ich glaube, wir werden in Zukunft beides brauchen. Also wir werden die stark Prozesse und IT-gestützten Hilfsmittel bei uns im Bau und Betrieben von Infrastruktur liefern, der bei einer Basis. Oder? Das werden wir brauchen, wir werden Fachkräfte brauchen. Und dass man das verheiraten kann, möchte ich wieder ein konkretes Beispiel zeigen. Oder? Ich gehe jetzt wieder in den Energiebereich, wo ich engagiert bin. Oder? Wenn wir dort in einem Kraftwerk in so eine Mittelspannungsschaltanlage haben, das ist nicht eine Steckdose. Oder? Wenn man dort die Fallchecke reinlenkt, dann wird das fatal. Das ist gefährlich. Oder? Jetzt habe ich aber nicht überall in der ganzen Schweiz ausgebildete Ingenieurinnen, die BIG machen und auf Abruf sind. Oder? Es wird irgendwann einmal wieder Zeit kommen, vielleicht, wo ein lokaler, gut ausgebildeter Elektriker, Elektrikerin irgendeine Störung muss beheben. Die ist aber nicht so routiniert, kennt die Anlage vielleicht nicht so. Jetzt hat es aber vielleicht eine Ingenieurin in ihrer Homebase, die sehr gut oder es entwickelt hat, geplant hat, die sehr gut helfen könnte. Wie tut man die verheiraten? Oder? Die kann man verheiraten. Jetzt reden wir über neue Anwendungen wie Augmented Reality, in dem vielleicht die Person vor Ort eine Brille anhat, wo sie, wenn sie neu her schaut, die Kollegin daheim, die im digitalen Modell ist, genau das Gleiche sieht, die kann unterstützen kann. Jetzt bringe ich bewusst ein Beispiel Fachkräftemängel. Ich habe vielleicht am Standort X zum Zeitpunkt Y nicht die Ausbildung verfügbar, aber mit Hilfe von einem digitalen Modell, von einem digitalen Twin und zusätzlichen Anwendungen, die dort aufbauen, Augmented Reality, das sind die Brillen, die wir alle sicher schon mal gehört haben, kann man dort zusammenarbeiten. Das ist ein schönes Beispiel für Kollaboration in Verbindung mit digitalen Hilfsmitteln. Digital Twin, aber den müssen wir zuerst aufbauen zu Fachkräftemangel, wo man eben besser zusammenarbeiten kann. Aber dieser Aufbau, ich glaube, das ist das, was ich rausgespüre und wo wir langsam mal so ein bisschen zum Schluss kommen, bevor wir vorausschauen wollen, vielleicht schnell über den Status Quo reden. Das ist so ein bisschen das Problem, oder? Dass man aus meiner Sicht, wenn ich euch beide zuhöre, aus dem Vorgespräch und jetzt auch hier im Gespräch selber, das Problem ist, glaube ich, dass BIM und das Digital Twin, die Arbeitsart, dass sich die einfach noch nicht hat durchgesetzt. Kann ich das so festhalten? Ist das so ein Problem, das wir haben in der Schweiz, in der Bauindustrie?
Ja, also auf die Gesamtbauindustrie oder einfach auf die, wie sich immer über Infrastruktur reden, wenn man mal zu bauen, ist einfach ein Teil davon. Darum habe ich bewusst immer Mobilität und andere Berufszweige noch erwähnt. Da haben wir ein Problem heute, definitiv. Man kann den internationalen Vergleich machen. Und gerade in der Schweiz wären wir darauf angewiesen. Oder? Wir sind kleinräumig in der Schweiz, wissen wir alle. Und wir haben auch noch auf das Thema vorhin von der Fachkräftemangel angesprochen. Wir haben ein Glück gehabt, und das haben viele Leute sehr lange nicht verstanden, dass wir eine sehr hohe Zuwanderung hatten in letzter Zeit in der Schweiz. Die hohe Zuwanderung hat dazu geführt, dass die Schweiz zu noch mehr Prosperität ist gekommen. Das wird oft sehr falsch verstanden, ist aber wissenschaftlich erklärbar. Aber was wir auch nicht gemacht haben im Zusammenhang mit dieser Zuwanderung, die positiv ist für die Schweiz, wir haben unsere Infrastruktur, unsere Systeme ja gar nicht angepasst. Das heisst, weder die Mobilität, also heute kannst du wählen, wo du stehen willst. Entweder stehst du im Zug stehend, oder? Jetzt mit Covid ein bisschen weniger, oder du stehst im Stau heute. Aber ich sage einfach, die Infrastrukturen, auch zum Beispiel Gesundheitsversorgung, oder auch Schulen zum Beispiel, inklusive Immobilien, Wohnbauwesen, das hat man nicht auf die Menge Leute angepasst. Also wir haben in diesem Zusammenhang, sind wir herausgefordert, smarte Methoden, da gehört zum Beispiel BIM dazu, mit Digital Twins im gleichen Atemzug genannt. Das wird sicher ganz wichtig sein, dass wir überhaupt ein bisschen aus diesem Deadlock rauskommen und die Schweiz weiterentwickeln können. Ganz, ganz entscheidend sicher. Ja. Zu smarten Infrastrukturen gehört ja, dass man die Infrastruktur nur belastet und braucht, wenn man sie wirklich braucht. Oder? Und da sind wir mit der Digitalisierung ja auf dem richtigen Weg. Ist das so etwas, wo die Themen, die wir jetzt besprechen, sind ein grosser Schritt, ein grosser, wichtiger Input gegeben, oder? Ja, ganz verständlich, sicher. Wir haben zum Beispiel ganz viele Anwendungsgebiete, wo wir eben Infrastruktur, sei das Mobilität, aber wirklich nur dann brauchen. Das geht zum Beispiel dorthin, wir haben heute überall noch Fahrpläne, die darauf ausgelegt sind, dass man Leute befördert, respektive Züge lassen fahren, egal ob jetzt Waren oder Personen drinnen sind. Und da gibt es auch andere Modelle, wo man sich überlegen kann, dass man es viel mehr verbrauchsorientiert machen würde. Das Gleiche gibt es zum Beispiel, das sehen wir jetzt zum Beispiel in Stadt Bern, funktioniert das sehr gut mit Beleuchtungskonzept, dass eigentlich Quartierbeleuchtungen nur noch dann gebraucht werden, wenn sie angeschaltet werden, wenn sie auch gebraucht werden, mit Sensoren, mit eben smarter Infrastruktur. Und das gilt auch zum Beispiel für smarte Gebäude, dass man das Gebäude zum Beispiel nur dann heizt, wenn man es auch wirklich braucht und andere Energieformen vielleicht auch noch verwendet. Und dort liegt wirklich der Schlüssel drin, ja, ganz klar. Das ist eigentlich die Zukunft, oder? Das Wort smart eigentlich. Und es ist wirklich ein Schlagwort. Es gibt Leute, die es fast nicht mehr hören können. Aber es hat seinen Sinn, oder? Smart. Das heisst eigentlich, in dem Sinn, Gebäude haben, Infrastrukturen haben und eben auch, wie soll ich sagen, ein Bauprozedere haben, wo smart ist, wo die Ressourcenallokation ideal ist. Und das muss ja die Zukunft sein und ihr beide seid da beide voll dran, dass das wirklich auch vorangeht. Was hast du das Gefühl, Michael, so in 10 Jahren, wie weit sind wir auf dem Weg, wo ihr beide jetzt hier vorskizziert? Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Funke gesprungen ist, oder? Wir haben, ich darf das auch wieder sagen, die SBB ist hier im Auftrag auch vom BUM vorausgegangen und hat Initiativen gestartet. Das ist am 9. Dezember ist die nächste BIM Industry Day Tagung. Die ist natürlich auch übers Netz. Aber das Wichtige ist, das ist jetzt nicht mehr SBB, das ist jetzt eine Brancheinitiative. Und wenn wir sehen, wie jetzt verschiedene Player, sei es private Bauherren, grössere, aber auch Dienstleister, Planungsbüro, Baufirmen aufgesprungen sind, der Funke ist gesprungen. Oder? Jetzt gibt es aber gleichwohl zu sagen, es ist wahnsinnig viel Fleissarbeit noch zu leisten. Da gibt es noch sehr, sehr viel Fleissarbeit zu leisten. Es ist nicht alles so einfach, wie es scheint. Oder ein IT-Anbieter sagt natürlich alles kein Problem, wenn man dann schaut, wie das in Realität funktioniert. Da ist viel Arbeit zu leisten. Wo sind wir in 5 oder 10 Jahren? Ich glaube, wir sind aufgrund der Themen, die wir heute haben, und zwar im gesellschaftlichen Kontext, der Raphael hat das darauf hergewiesen, sind wir sicher in dieser Digitalisierung vom Bauwesen deutlich weiter. Ich schließe mit einem kleinen Beispiel, oder? Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Wenn wir heute ein Gebäude anschauen und sagen, okay, was ist da noch drin? Oder wie tun wir das heute, recyceln, das Gebäude? Wir machen es über den Baggerfahrer und der macht das sehr gut. Oder? Der nimmt auseinander und man sieht, müsst ihr das mal anschauen, der sieht, wie der einzelne Stahlelement rausnimmt. In einer neuen Welt, wo wir einen Digital Twin haben, drücke ich auf einen Knopf und weiss genau, da ist so viel Stahl drin, dass ich vielleicht so viel Schadstoff drin, den ich gar nicht gewusst habe, als ich es gebaut habe, dass Schadstoff drin ist. Also in einer neuen Welt, in 10 Jahren, 20 Jahren, werden wir die digitalen Applikationen nutzen, weil erstens, jetzt schließe ich, der Funke ist gesprungen, man kann auch schauen, das Ausbildungsangebot, das ist da, und zweitens, das, was wir im gesellschaftlichen Kontext sehen, Sicherheit, kostengünstig und vor allem auch Nachhaltigkeit, ökologisch, das sind die Treiber, wo eigentlich zu hier Weg zurück gar nicht zur Utopie lassen werden. So. Die Infrastruktur, wenn ist die nachher? Wenn ist dort der Funke nicht nur gesprungen, sondern hat auch etwas ausgelöst und wir sind bei einer nachhaltigeren, smarteren Infrastruktur?
Ja, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg dorthin. Also wir haben so Schlagworte wie zum Beispiel Cargo Souterrain, also das grosse Schweiz angelegte Projekt zur Warenlogistik, ist ein Beispiel. Aber auch der Ausbau zum Beispiel von Bahninfrastrukturen, der Ausbau von kleinräumigen Verkehrssystemen. Ich glaube, entscheidend ist aber nicht die Infrastruktur, weil Technik löst alle Probleme, immer. Aber schlussendlich ist entscheidend der Mensch hinten dran. Und beim Mensch denke ich sehr stark auch an die Politik. Ich denke sehr stark an die verschiedenen gesellschaftlichen Verantwortungen, die wir wahrnehmen. Und ich glaube, entscheidend ist wirklich, schaffen wir es als Kultur, uns dort irgendwann herzuwandeln, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über Digitalisierung reden, sondern wo Digitalisierung eigentlich selbstverständlich ist. Und wenn wir zum Beispiel nach China schauen, wir waren vor 2 Jahren das letzte Mal in China, in Shenzhen, Stadt mit 4,5 Millionen Einwohnern. Und wenn man wirklich in die Zukunft schaut und sieht, wie es in anderen Orten abgeht, aber eben nicht nur technologisch, wenn ich jetzt auf China schaue, sondern sie haben eben auch einen grossen gesellschaftlichen Schritt gemacht, wie sie mit dieser Technologie auch umgehen wollen. Die Technologie ist immer noch so gut, wie sie eingesetzt werden kann und wie sie akzeptiert wird. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass wir auch bereit sind, viel mehr zu teilen. Zum Beispiel Daten teilen. Das ist bis heute einfach wirklich eine grosse Problematik. Also ich denke jetzt hier an das Thema Open Data, wir sind hier im Erlacherhof, also im Zentrum von der Verwaltung, oder? Dass wir viel mehr mit Umgang mit Daten, offen Umgang mit Daten, dass wir darauf herkommen, das spielt private spielen eine Rolle, Unternehmen spielen eine Rolle, der Staat hat eine ganz wichtige Rolle. Und das Zahnrädchenwerk von Staat, Unternehmertum, Privaten, aber auch raus bis Kulturinstitutionen und Verwaltung dort noch viel mehr miteinander zusammenspielen. Und das wird entscheidend sein. Technik allein löst das Problem nicht. Da sind wir eigentlich wieder wie am Anfang. Kollaboration ist entscheidend. Wunderschönes Schlusswort von Raphael Karn und von Michael Wieser. Merci vielmals, seid ihr beide da gewesen. Digitalisierung. Die ist da. In 10 Jahren sollen wir nicht mehr darüber reden, der Raphael Karlen gesagt. Mal schauen, ob wir in 10 Jahren wieder da sind. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall die Infrastruktur und die Bauindustrie, die werden grosse Gümpfe machen bis dann. Da sind wir uns sicher. Merci fürs Zuschauen.